Hallo wieder mal hier aus der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute machen wir eine sehr außergewöhnliche Suppe. Wir machen eine Senfsuppe. Alles was wir dazu brauchen sind 8 Schalotten. Ihr könnt natürlich auch Zwiebeln nehmen, dann halt entsprechend weniger. 4 würde ich dann nehmen. Die kommen hier in unseren Thermomix und werden 3 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinert. Nach unten schieben die Zwiebeln, ganz klar, die sich oben im Topf festgesetzt haben. 70 Gramm Butter dazu. Die habe ich auch schon in Stücke geschnitten und auch schon aus dem Kühlschrank rausgenommen. Und das Ganze wird jetzt glasiert. Also die Zwiebeln werden jetzt glasiert und zwar 3 Minuten auf Varoma Stufe 1. Und ich muss mich beeilen, weil mir fangen die Augen schon an zu tränen. Also ich bin echt extrem empfindlich bei Zwiebeln und bei Schalotten, wenn ich die schneide, mir fangen immer sofort die Augen an zu tränen. Und ich habe mal einen Tipp bekommen von einem Kollegen, der sagte, ja, wenn du Zwiebeln schneidest, nimm einen Schluck Wasser und behalte den im Mund, dann tränen deine Augen nicht. Und ich habe das wirklich probiert und das funktioniert auch. Ich würde das jetzt auch tun, aber dann kann ich euch leider nicht erzählen, was ich hier mache. Deswegen leide ich für euch. So, unsere Zwiebeln sind schön angedünstet mit der Butter und mit 30 Gramm Mehl schwitzen wir das Ganze jetzt an. 5 Minuten auf Varoma Stufe 1. So, Zwiebeln angeschwitzt. Weiter geht's im Rezept. Wir brauchen einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Das ist im Prinzip sowas wie Gemüsebrühe, die ihr auch kaufen könnt. Allerdings empfehle ich euch, das selbst zu machen, weil A ist es nicht viel Arbeit und B haben wir hier wesentlich frischere Zutaten. Es sind keine künstlichen Konservierungsstoffe. Das hält sich trotzdem sehr, sehr lange und ihr könnt dann halt eben auch entsprechend Gemüse reinmachen, was ihr wollt oder auch wenn ihr was nicht vertragt, zum Beispiel Knoblauch, dann lasst ihr das einfach weg und außerdem ist es auch noch wirklich hundertprozentig vegan. Also einen Esslöffel von unserem Gemüsegrundstock, dazu 500 Gramm Wasser, 500 Gramm Milch. Ich habe nur einen Messbecher, dann muss ich mir mit Gläsern aushelfen hier. Klar, man hätte das auch hier direkt einwiegen können in den Thermomix, aber das dauert ein bisschen zu lange. 15 Minuten auf 100 Grad Stufe 2 kochen lassen. So, die Zeit ist soweit um. Als nächstes kommen 200 Gramm Weißwein dazu und dann müssen wir wieder 5 Minuten auf 100 Grad Stufe 2 kochen und während das jetzt vor sich hin kocht, bereiten wir den Rest schon mal vor. Dazu nehmen wir uns eine Rührschüssel und einen Schneebesen, 125 Gramm Sahne, 100 Gramm Dijon-Senf, ein Eigelb. Ich habe jetzt hier so ein paar frische Kräuter gehackt. Da sind drin Dill ein bisschen, glatte Petersilie, krause Petersilie und ein paar Herbes de Provence. Die kommen da ebenfalls noch rein. Da könnt ihr die Kräuter nehmen, die euch am besten schmecken oder die dazu passen. Wie gesagt, das ist eine Mischung, die für mich ganz gut passt zu dieser Senfsuppe. Etwas Pfeffer, etwas Salz und das verrühren wir dann jetzt mal. Ach, ich mache das gerade mit dem Löffel, das reicht ja auch, weil es kommt eh gleich in den Thermomix und wird dann mit dem Rest der Suppe nochmal für 10 Minuten erwärmt und gemischt. So, alles fertig soweit und unsere Senf-, Kräuter-, Ei-, Sahnemischung geben wir jetzt hinzu. Und dann kochen wir das nochmal für 10 Minuten auf 90 Grad Stufe 2. Los geht's! Okay.
Und das ist das freudige Signal, dass unsere Senfsuppe fertig ist. Ich werde die jetzt noch mal kurz abschmecken. Ja, die ist flüssiger, als ich erwartet habe. Aber es ist eine Suppe, da darf das sein. Gucken, ob noch ein bisschen was fehlt. Ich glaube, also für mich ist das okay. Es gibt Leute, die würden vielleicht noch ein bisschen Salz dran machen oder einen kleinen Schuss Essig könnte ich mir auch vorstellen. Oder vielleicht sogar noch mehr Senf. Aber ne, das ist für mich ist das optimal so. Ich gieße das jetzt mal in ein Schüsselchen um und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, ich würde das jetzt, bevor ich serviere, vielleicht noch mit ein bisschen frischem Dill und vielleicht auch noch einem Blatt Petersilie garnieren. Vielleicht kann man auch noch einen Schuss Crème Fraîche oder Schmand oben drauf tun. Braucht es aber meiner Meinung nach nicht, weil ich finde, die Suppe schmeckt so schon sehr, sehr gut. Und ich hoffe, euch schmeckt die genauso gut, wenn ihr sie nachkocht. Sollte dem so sein, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Senfsuppe geschmeckt hat. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, was wir hier noch so kochen können in unserer Wunderkesselküche. Lasst ein Like beim Video, wenn es euch gefallen hat. Und denkt dran, abonniert den Kanal für weitere tolle Rezepte, Tipps und Tricks rund um den Thermomix. Bis dahin sage ich alles Gute, tschüss und guten Appetit.